Schön, euch zu sehen. Ich grüße alle im Ausland hinter den Bildschirmen. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Und wie könnte es anders sein? Ich möchte beginnen mit der Feststellung, dass wir euch brauchen. Ihr seid hierher gekommen, weil ihr denkt, ihr braucht uns, aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Die Tage sind nicht besser geworden. Seit der letzten AZK hat sich so vieles ereignet. Wir haben, ich weiß nicht, hunderte von Sendungen gemacht mittlerweile wieder, sei das S&G in Form von S&G-Artikeln oder Klar-TV-Sendungen, was wir sonst noch alles tun. Und wir sehen, die Tage werden von Tag zu Tag schlechter, wenn man so will. Die Bedrohung wird größer und uns ist es wichtig, dass wir einen Schulterschluss immer mehr ins Auge fassen, immer mehr erkennen, dass wir einander brauchen. Und das möchte ich diesem großen Tag vorausschicken. Wenn ich hier bin, schaue ich auf euch da draußen. Ich schaue zuerst natürlich auf die Referenten, denen wir schon herzlich gedankt haben, dass sie hier sind. Wir brauchen euch, jeden einzelnen von euch. Wir brauchen noch viele Referenten mehr, aber noch mehr oder gleich viel brauchen wir jeden einzelnen, der hier sitzt und der nicht nur hier sitzt als Zuhörer, als Stuhlwärmer, sondern eben als Umsetzer, als Förderer dieser Dinge, die wir heute hören. Und ich denke, wir werden außergewöhnliche Dinge hören. Mir selber liegt es am Herzen, jetzt als Grundlage dieses Tages ein bisschen Rundumschlag zu machen. Natürlich könnte man über alles und jedes eine große Rede halten und das erklären auf tausend und zurück. Aber ich denke, die meisten von euch sind ja mit uns verbunden über Klar.TV, über S&G und andere Kanäle. Und von daher brauchen wir viele Dinge nicht mehr von Grund auf zu wiederholen. Das heißt, man kann gewissermaßen darauf aufbauen und Fortsetzung machen. Aber die Lage insgesamt ist so dramatisch und zugespitzt, dass es einfach nicht mehr anders geht, als dass wir Weichen stellen, konkrete Weichen stellen, dass wir etwas bewegen hier unten, was sich bisher noch nicht bewegen lässt. Und der Sinn meiner Rede geht darauf hinaus, ich will mit dieser Rede einen Appell richten, einen Appell, ich nenne es an die Restjustiz. Wisst ihr, diese Dinge, die wir hier tun, die sind früher oder später werden die von Geheimdiensten, Nachrichtendiensten beobachtet und untersucht. Und darum rede ich gleich mal zu euch direkt. Also nicht nur zu euch jetzt hier im Volk, sondern ich rede zu euch Staatsanwälten, ich rede zu euch Richtern, ich rede zu euch Polizisten und Sicherheitskräfte. Ich rede zu all denen, die irgendwie zur Justiz sich zählen, bis hin zu den Militärs und allen. Wir appellieren an die Restjustiz oder ich sage an die Echtjustiz. Und wir müssen einfach klarstellen, allem voran, dass ihr unterwandert seid. Wir werden in den Medien angegriffen als Verschwörungstheoretiker, während wir tausende von Sendungen mit noch mehr tausenden von Quellenangaben produzieren, auf eigene Kosten, wohlverstanden, um zu beweisen, dass das keine Verschwörungstheorien, sondern vielmehr Verschwörungstatsachen sind. Freilich können wir uns nicht zumuten. Wir können uns nicht anmaßen zu sagen, wir treffen alles und jedes immer auf den Punkt. Und wir machen keine Fehler, das können wir nicht behaupten. Wir machen alle Fehler. Aber wir möchten klarstellen, wir stehen hier als Volk, wir stehen hier als in einer Zivilcourage, nennt man das in der Schweiz, als Volkscourage. Es gibt ein Gesetz, und das wisst ihr Richter und Staatsanwälte sehr genau, es gibt ein Gesetz, der Verfassungsschutz ist nicht nur da, das Volk zu überwachen, das Volk ist auch dazu da, die Verfassung und die Verfassungsschützer, die Beamten zu überwachen. Wir sagen euch klipp und klar, dass wir diese Dinge tun, hier. Wir tun diese Dinge, weil das Gesetz mitunter gebietet, wenn es aus dem Ruder läuft, wenn unsere Verfassungen untergraben werden, wenn die Justiz untergraben wird, wenn irgendwelche Dinge laufen, die nicht mehr funktionieren, der Staat, die gesetzten Ordnungskräfte funktionieren nicht, ist Widerstand eine Pflicht,
Das steht so im Gesetz. Also wir handeln auf der Grundlage des Gesetzes und dieses Gesetz existiert nicht nur in der Schweiz, es existiert genauso in Deutschland und ich möchte sagen in allen Ländern. Denn das Volk will ja nicht regiert werden von Leuten, denen es am Schluss nicht mehr gehorchen kann, die gar keine Volksvertreter mehr sind, sondern Volkszertreter. Seht ihr, und wir beweisen mit Tausenden von Sendungen und Artikeln, dass ihr unterwandert seid da draußen. Ihr habt falsche Richter, ihr habt falsche Staatsanwaltschaften, ihr habt falsche Leute bei der Polizei, falsche Leute bei den Militärs, die auf nichts anderes aus sind, als das ganze Land zu untergraben, zu unterwerfen, aus dem Ruder zu bringen, zu entnationalisieren und alle Dinge zu tun, alle möglichen Dinge, die gegen unsere Verfassungen reden. Also uns ist Widerstand zur Pflicht geworden, wir handeln hier nach dem Gesetz, aber wir haben hier nicht einen Putschversuch im Sinn. Und das will ich mit dieser Vorrede ein für alle Mal klipp und klar stellen. Unser Aufruf geht an die Restjustiz und wir sagen auf, ihr wartet nicht mehr länger, ihr provoziert es nicht länger, dass das Volk immer mehr aus dem Ruder läuft, dass es zu Revolutionen kommt, wie in all den Ländern, wo das geschürt wird. Und wir wissen, dass es auch hier in der Schweiz, in Deutschland, überall der Versuch läuft, uns aufzuspalten gegeneinander, uns aufzuhetzen, dass wir Revolution betreiben, dass wir die Regierungen stürzen sollten und all diese Dinge. Und genau das tun wir nicht. Habt ihr das gut verstanden hier drin? Genau das tun wir nicht, weil wir diese Masche durchschaut haben, tun wir das nicht. Wir stürzen keine Regierungen, wir unterstützen sie. Das ist der Unterschied. Aber ich möchte Dinge jetzt klarstellen. Ich möchte in Gleichnissen, Allegorien reden, in Bildern. Ich möchte das Gesetzbuch, also das Schweizer Gesetzbuch herbeiziehen und die Dinge, die Begriffe, die Übertitel dort neu füllen mit neuen Inhalten und möchte der Restjustiz, es gibt echte Justiz noch, die übrig geblieben ist, und der Restjustiz und Echtjustiz möchten wir Vorschläge machen, was es endlich anzupacken gilt. Denn die Mücken werden gejagt, überall, die Kleinen im Land werden gebüßt, für jede kleinste Verfehlung bekommen sie große Bußen, hier könnte man Stunden aufzählen, aber die wirklich großen Raubtiere lässt man frei laufen. Wir sagen nicht, dass da oben alles verkehrt ist, wir sagen, es gibt eine Restjustiz und wir glauben an euch. Aber ihr müsst eure Wohlfühlzone verlassen, ihr habt einen Beruf gewählt, ihr habt eine Verantwortung auf euch genommen, die euch Macht verliehen hat. Und ihr missbraucht diese Macht, wenn ihr dagegen nichts tut. Und ihr wisst es ganz genau, ihr wisst es durch tausende Sendungen. Ihr habt nicht den kleinen Finger bewegt. Ihr verfolgt die kleinsten Sünder, ihr verfolgt mich selber für Dinge, die ich noch nicht mal, die nicht gesagt wurden, für die ich geschwiegen habe, werde ich verfolgt von euch. Ja? Dinge, die nicht gesagt wurden, wo tausende von Zeugen sind, die gehört haben, dass es nie gesagt wurde, was behauptet wird. Und ich habe dazu geschwiegen. Warum? Weil es nicht gesagt wurde. Und dafür werde ich gebüßt. Aber die tausenden Sendungen, die Schwerstverbrecher, schwerste Raubtiere, nicht Mücken, aufdecken, die lasst ihr ungeschoren, die lasst ihr einfach durch. Und das geht so nicht weiter. Das geht so nicht weiter. Ich werde euch Vorschläge machen heute mit diesem Volk, was ihr anzupacken habt. Wir sind in Zustände geraten als Volk, als Völker, die einfach unsinnig sind. Man kann es mit keinen Worten beschreiben. Ich versuche es darum mit Parabeln. Ich habe ein paar Bilder euch mitgebracht, um das ein bisschen zu vergegenwärtigen, um gleichnishaft zu überlegen, was machen wir eigentlich als Volk. Jetzt so ein Vergleich. Nicht irgendjemand von uns würde es dulden, wenn du in ein normales Geschäft gehst oder wenn du einen Arbeitsvertrag abschließt, wenn du ein Brot kaufst oder irgendwas, du würdest nicht dulden, dass ein Verkäufer vor dich hinsteht und dir irgendwelche Verträge unter die Nase hält, ohne verbindliche, klare Inhalte zu nennen, die du einfach unterschreibst. Du würdest nicht dulden, irgendwo Dinge zu kaufen, für die du keine verbindliche Preisangabe hast, aber du hast zu unterschreiben. Stimmt das? Käme niemand von uns in Sinn, ja? Aber sobald es um unsere zum Beispiel Renten geht, machen wir solchen Unsinn. Da unterschreiben wir Verträge, von denen wir erst Jahre, Jahrzehnte hinterher merken,
dass wir eine Riesensumme für ein Brot zum Beispiel bezahlen. Das ist so ein Bild, oder? Ich frage dich mal direkt ins Gesicht, wenn du 40 Jahre, also jetzt rede ich mal zu den Rentnern in unserer Mitte, oder? Hättest du in, vor 40 Jahren oder vor 45, ich weiß nicht, wann du angefangen hast mit diesen Zahlungen, hättest du damals klipp und klar, hätte man dir gesagt, wie hoch heute deine Riester-Rente ist oder ein Hartz IV oder was immer du da beziehst. Wir hören die Zahlen von Deutschen, sie sind so katastrophal. Ihr nagt ja buchstäblich am Hungertuch. Man sagt immer, ihr seid ein reiches Land, ja, wo geht denn all das Geld hin? Hättest du auch unterschrieben vor 40 Jahren? Verstehst du? Das sind doch gar keine verbindlichen Verträge. Ihr habt einbezahlt und einbezahlt und einbezahlt, heute nagt ihr am Hungertuch. Natürlich, man kann jetzt politisieren, ich möchte das alles nicht, ich möchte nur das Problem zeigen, was du in keinem Geschäft machen würdest. Du würdest nie tolerieren, wenn du irgendwo Tomaten einkaufst, wenn der Tomatenverkäufer dir zwar die Rechnung gibt, aber er würde dir das Produkt nicht vorher zeigen. Stimmt das? Ja? Aber von unseren Politikern sind wir uns das gewohnt, dass die uns Dinge verkaufen, die wir nie gesehen haben. Versteht ihr, was ich sage damit? Wenn dir eine faule Tomaten anbietet, nachdem du schon bezahlt hast, sagst du, Moment, ich will mein Geld zurück. Und dann sagt er, nein, nein, du hast unterschrieben hier. Hier ist der Kassenzettel, gebe ich nicht zurück. Bei keinem Tomatenkauf würdest du das machen, aber bei jedem Politiker macht man das so, fast bei jedem. Oder sag mir zum Beispiel, woher kommt der Macron in Frankreich? Woher kommen all diese Leute, die plötzlich irgendwo auf den Kathetern stehen und uns herumpolitisieren? Hier könntest du hunderte Leute aufzählen und ich sage dir, hast du je ihre Produkte gesehen, bevor sie als deine Volksvertreter hingekommen sind? Völlig unbekannte Leute, ob das Ukraine ist oder nimm jedes Land der Welt, überall geschieht dasselbe. Man verkauft uns Volksvertreter, man unterschreibt das gewissermaßen, man nimmt das hin. Und hinterher, wenn die faul sind, bleiben die einfach im Amt. Du kannst nicht einfach sagen, jetzt weg hier. Das geht dann einfach nicht. Die bleiben dann einfach. Oder? Also ich rede jetzt ein bisschen schwarz-weiß, um diese Dinge, die Problematik bekannt zu machen, weil wir leben mit diesen Verlusten. Und die fahren Billionen und Milliarden Verluste ein, beständig. Die machen die Dinge kaputt, weil du hast nie gesehen, was die können. Die waren einfach irgendwann da, die haben nicht ein Modell gesunde Tomaten jetzt im Übertragenen sind, präsentiert, gesagt, schau, das ist mein Produkt, jetzt machen wir einen Vertrag und die verkaufe ich und das Produkt kommt dabei heraus. Wahlversprechen, vorher, nachher, Trump, du kannst es wieder sehen, überall. Das ist der Zustand. In keinem Tomatengeschäft würdest du das tolerieren, aber in der großen Politik tust du das. Siehst du, da geht es mit unrechten Dingen zu, oder? Wir würden nie akzeptieren, wenn einer dir Kartoffeln verkauft, dir einen Preis macht und dir nicht sagt, wie viele Kartoffeln du dafür bekommst. Stimmt das? Ja? Du willst wissen, wie viel bekomme ich für den Preis, den ich jetzt bezahlt habe. Das willst du vorher wissen. Ja? Aber sobald es um unsere Versicherungsgesellschaften geht, handeln wir so. Genau das machen wir. Wir machen unsere Verträge und es wird dir nicht gesagt, was du dann am Ende wirklich bekommst. Es wäre so, wie wenn der Kartoffelverkäufer dir am Schluss eine Kartoffel gibt, du hast aber, ich weiß nicht, für einen ganzen Sack voll bezahlt. Und wenn du sagst, Moment, ich habe zu viel bezahlt, dafür brauche ich einen ganzen Sack, sagt er, nein, dir gehört jetzt diese eine Kartoffel, weil du hast das Kleingedruckte nicht gelesen. Seht ihr, bei keinem Gemüsekauf würdest du sowas zulassen, aber im ganz großen Stil machen wir das. Sind wir uns gewohnt, uns über den Tisch ziehen zu lassen, Versicherungs-Kleingedrucktes, da geht es am laufenden Band seit Jahrzehnten so. Wir würden auch niemals zu einer Partnervermittlungsstelle gehen, einen Blind-Date-Partner aussuchen. Stimmt das? Würden wir nie machen. Ein Blind-Date-Partner, was ist das? Jemand, den du nie gesehen hast, den du aber heiratest und von Ehevertrag machst, würdest du nie machen, oder? Du würdest wissen wollen, wer ist das? Weil es könnte ja irgendein Partner sein, bei dem die Chemie nicht stimmt. Könnte ein alter sein, irgendwas, siehst du? Wolltest du sowas? Kein Mensch würde sowas irgendwo nur annähernd tolerieren. So eine Ehe einzugehen, eine Verbindlichkeit für den Rest des Lebens. Seht ihr, so denken wir im praktischen Alltag. Aber wenn es um unsere Krankenkassen geht, da lässt du dich alliieren mit allem und jedem, was deiner Chemie nicht entspricht. Da fragt kein Mensch danach, wie ist der konstituiert, wie sind die Leute, die hier mitmachen bei diesem Club. Und wir verlieren Milliarden und Milliarden und Milliarden, was wir nur allein Krankenkassenprämien zahlen, weil wir mit irgendwelchen
Leuten alliiert sind, die wir gar nicht heiraten wollten. Ich sage es jetzt mal in diesem Bild, um bei der Vernunft zu bleiben. Versteht ihr das, was ich hier sage? Jetzt rede ich gerade ein bisschen zu euch. Also ich rede jetzt nicht immer zu den Richtern da draußen und zu den Staatsanwälten. Fühlt ihr euch betroffen? Es wird Zeit, etwas zu tun, versteht ihr? Zwangsunion und diese Dinge, ohne dass du irgendwas machen kannst, verändern kannst, laufend geschieht das, lassen wir uns solche Dinge aufdrücken, was du nie im Alltag machen würdest. Wir würden uns auch niemals eine teure Wohnung mieten oder ein Haus und dann hinkommen und feststellen, dass da ein Dutzend, ich weiß nicht was, für irgendwelche Afrikaner oder Kosovo-Albaner oder Libanesen schon bereits drin leben. Und dann würden wir hingehen und sagen, Moment, ich habe dieses Haus teuer gemietet, das ist jetzt mein Haus, ich habe hier ein Recht, dass die da draußen sind, nicht drin. Würde keiner von uns tolerieren, oder? Aber wir tolerieren es mit unserer ganzen Einwanderungspolitik, mit all dem, was wir machen. Und wenn es uns nicht passt, müssen wir zu hören bekommen, ja, du kannst ja das Land verlassen, wenn es dir nicht passt. Kannst ja das Haus, kannst ja ausziehen, wenn es dir nicht passt. Seht ihr? Bei keinem Hauskauf oder keiner Hausmiete würden sie wieder sowas tolerieren. Aber wenn ganze Völker in unser Heimathaus kommen, tolerieren wir das. Wir gehen nicht wirklich auf den Grund, wer verursacht denn solche unsätzlichen Widersprüche, solche Dinge, die man im Kleinsten nie tun würde. Warum akzeptieren wir das im Großen? Wisst ihr, manchmal habe ich einfach das Gefühl, ein Verbrechen muss nur ausreichend groß sein, dass es nicht geahndet wird. Ich möchte dir Beispiele nennen. Okay, ich bleibe auf du, ist das gut? Ich muss das manchmal wieder, das ist ein bisschen einfädeln, sorry. Ja. Tatsächlich ist es so, je größer ein Verbrechen wird, desto weniger wird es geahndet. Das ist meine Feststellung. Und ich bin jetzt doch schon einige Jahrzehnte dabei, die Dinge zu beobachten, zu beurteilen. Und ich werde jetzt Dinge dir vor Augen stellen, die dir zeigen, dass das so ist. Und wir behalten im Hintergrund, im Hinterkopf, dass ich hier nicht nur zu euch als Publikum hier rede, sondern ich rede immer mit zu den Richtern und Staatsanwälten, zu denen, die eigentlich die Pflicht haben, die wirklichen Gewalttäter zu ahnden und nicht die kleinen Mücken zu verfolgen, die irgendwo kleine Parksünden gemacht haben, ein bisschen mal versehentlich aufs Pedal getreten sind, ein bisschen zu schnell gefahren und diese Dinge. Das sind die Arbeiten, die ihr anpacken sollt. Das ist eure Pflicht. Da müsst ihr aus der Wohlfühlzone herauskommen. Ich möchte jetzt aus dem Schweizer Strafgesetzbuch, nur mal die Übertitel nehmen. Das lag mir so auf dem Herzen, das einmal als Spiegel uns vorzusetzen oder auch der Rest- und Echtjustiz, die noch übrig geblieben ist, vorzusetzen, um zu sagen, es interessiert mich heute nicht, was im Gesetzbuch alles im Einzelnen unter diesen Übertiteln steht. Ich möchte fragen, warum steht das bis hier nicht zur Debatte von den Dingen, von den ganz schweren Raubtieren, von denen ich jetzt zeugen möchte. Also das sind aus der Bundeskanzlei, die Übertitel stand Juli 17, 1. bis 20. Titel. Und sagen wir mal, erster Titel, schaltet ihr mal auf, wir hören mal, was das ist. Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben. Das ist so ein erster Titel, strafbare Handlungen gegen Leib und Leben. Also wenn du gegen Leib und Leben von Menschen etwas tust, etwas vorgehst, wirst du bestraft, heißt das. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Profit über Gesundheit geht, wo Geld über Menschen herrscht. Nicht der Mensch steht im Mittelpunkt, sondern der Gewinn. Und ich frage, wenn es eine strafbare Handlung ist, gegen Leib und Leben von Menschen mit vorzugehen, warum gibt es keine Strafen für die Mobilfunkbetreiber? Es wurde tausendfach bewiesen von Wissenschaftlern, dass das gegen Leib und Leben gerichtet ist. Ich stelle jetzt einfach lauter Fragen. Jüngste Wissenschaftler, ganze Verbände beweisen, dass es ein buchstäblicher, riesiger Völkermord ist, natürlich auf Raten, nicht jetzt so schnell, ein Völkermord auf Raten. Die jüngsten Filme, die wir geschaltet haben, beweisen, dass hier unzählige Menschen draufgehen. Es ist eine Attacke gegen Leib und Leben. Ich mache es jetzt ganz kurz, sonst bin ich hier 2 Stunden am Reden. Ich möchte es auf eine halbe Stunde bringen. Ich frage, strafbare Handlung gegen Leib und Leben. Wann ist es soweit, dass die Pharmakartelle zur Kasse gebeten werden?
Wir wissen doch, dass sie so eingerichtet sind, dass sie von unserer Krankheit leben, nicht von unserer Gesundheit. Wann kommt die Gentech-Geschichte endlich unter die Strafe? Wann kommt die ganze Zuckerindustrie unter die Strafe? Wir wissen doch, dass das tödlich ist. Ich könnte bei jedem einzelnen Punkt abweichen, weil jetzt beginnt man die Zuckerstrafe einzuführen, ja, beginnt man das Volk zu strafen, Steuer auf Zucker und so weiter, auf Zuckergenuss, weil es ungesund ist. Ich frage, warum wird das nicht vorher bestraft? Die Leute haben es gewusst, seit Jahrzehnten wissen sie es, ja. Die ganzen Betreiber, die kiloweise Zucker da überall reinhauen, sie haben es längst gewusst, weil Zucker ist ein Suchtmittel. Sie haben gewusst, dass sie ein Suchtmittel einführen, damit du mehr konsumierst. Siehst du, wenn ich so abweiche, bin ich nach 2 Stunden noch dran. Aber ihr kennt all diese Dinge, jetzt mache ich nur noch tak, 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 okay. Aber das sind die Fragen. Zweiter Titel. Strafbare Handlungen gegen das Vermögen. Und dann seht ihr jeweils die Artikel, wo das abgehandelt wird im Strafgesetzbuch. Also, wenn jemand gegen das Vermögen vorgeht, ist es eine strafbare Handlung. Was ist mit Zins und Zinseszinssystem? Ich sage nochmal diesen Satz. Ich glaube, ein Verbrechen muss nur genug groß sein, dass es nicht geahndet wird. Wer hat die Rechnung von dem Finanzexperten Dirk Müller noch im Kopf? Ich möchte das mal kurz testen. Und dann wollen wir die Staatsanwaltschaften und Richter zur Rechenschaft ziehen und fragen, warum ahndet ihr das nicht? Ich frage euch das. Wer weiß das noch? Dirk Müller, Finanzexperte, hat folgendes Beispiel erklärt. Wenn man Jesus in der Krippe eine Goldmünze, einen Cent, aufs Sparbuch gelegt hätte und 2000 Jahre Zins und Zinseszins darauf hätte laufen lassen, was für eine Summe wäre dabei rausgekommen? Also wir denken jetzt an die Kapitalien, die wir von der Bank aufnehmen und die mit Zinsen und Zinseszinsen abbezahlen versuchen. Was für eine Summe wäre nach 2000 Jahren übrig? Wie viel Gold hätte Jesus heute nach 2000 Jahren? Wisst ihr das noch? Wer ruft es mal? Wie viel? Du sagst 185 Millionen, aber was? Billionen. Er sagt 185 Billionen Goldtaler. Hat er recht, der Mann? Es ist mehr. Ich mache es kurz, sonst wird es zu lang. Jetzt spitzt mal bitte eure Ohren und ich sage euch, die Leute, die Zins- und Zinssystem eingeführt haben, ich habe das schwarz auf weiß, schon vor über 100 Jahren, haben die das schwarz auf weiß geschrieben, dass das Volk nicht kapiert, was sie da machen, aber dass sie es trotzdem machen. Ein bewusstes Verbrechen. Also es wurde nicht zufällig geschaffen, sondern mit Kalkül. Also hört zu, das Jesuskindlein hätte nach 2000 Jahren nur zu 5% verzinst, also 5% eine Goldmünze zu 5% verzinst mit Zinseszins nach 2000 Jahren, hör jetzt gut zu, 195 Millionen Erdkugeln aus Gold. Lass dir das mal kurz auf der Zunge zergehen. Wir reden hier nicht von 195 Millionen Goldtalern, wir reden von 195 Millionen Erdkugeln, so sie denn eine Kugel ist, oder? Ha! 195 Millionen Erdkugeln aus reinem Gold. Das ist die Exponentialentwicklung von Zins und Zinseszins. Ein Riesenbetrug. Versteht ihr das? Das haben die Leute gewusst. Das haben sie gewusst und sie wissen auch, dass alle paar Jahrzehnte du dafür bezahlst. Ein Verbrechen muss nur genug groß sein, too big to fail, oder? Zu groß, um fallen gelassen zu werden. So läuft das, ihr Lieben. Und ich frage die Restjustiz, warum tut ihr nichts? Ihr wisst, dass es ein Verbrechen ist, ein Kalkül. Ihr wisst, dass es schwarz auf weiß geschrieben wurde. Und ihr habt die Schriften verboten, anstatt sie dem Volk zu verteilen, damit ihr Rückendeckung habt, um das anzugehen. Ihr habt die Schriften verboten. Wenn ich jetzt zitiere, wo das alles geschrieben steht, werde ich von euch verhaftet, von der Falschjustiz verhaftet. Wann endlich steht ihr auf und geht die Falschjustiz in eurer Mitte an? Das ist meine Frage. Strafbare Handlungen gegen das Vermögen.
Hier kann ich ja nur die Spitzchen des Eisberges berühren. Jetzt kommt die Umwelt, die Klimalügensteuer, jetzt kommen Radarfallen, diese ganzen Hyperbußen. Da könnte man stundenlang ausschweifen, die ganze Gesetzesüberregulierung. Ich sage einfach, wacht aus der Schockstarre auf, ihr Lieben. Es ist eine strafbare Handlung gegen das Vermögen. Titel 3. Strafbare Handlungen gegen die Ehre und den Geheim- oder Privatbereich. Gegen die Ehre und den Geheim- oder Privatbereich. Was ist mit den Mainstream-Verleumdungen die ganze Zeit? Dieses jahrzehntelange Geschmiere, dieses Denunzieren, dieses Diskriminieren von Menschen, die nicht ganz politisch korrekt denken oder sprechen oder gehorchen. Seht ihr? Das ist eine strafbare Handlung gegen Ehre, gegen Privatbereich, gegen Geheim-Privatbereich. Warum wird das nicht geahndet unter diesem Titel? Ja? Die ganzen Polit- und Wirtschaftssekten, die uns zwingen, so zu denken wie sie, sonst werden wir abgemahnt. Ja? Ich habe mehrere große Spielfilme gemacht. Diese Tage wird der letzte fertig. Ich erlebe, weil ich nicht korrekt denke politisch, dass mir alles und jedes abgeschnitten wird seit Jahrzehnten. Niemand kümmert sich darum. Wenn ich Anzeige erstatte, kein Rechtsdienst steht dafür bereit. Man kann jeden Schund auf dem Markt finden. Meine Filme wirst du nicht finden, meine Bücher, meine 20 oder mehr wirst du nicht finden. Du wirst nichts von mir finden, irgendwo in einem öffentlichen Handel. Warum? Weil es eine strafbare Handlung gegeben hat, gegen Ehre, gegen Privatbereich. Das ist Fakt. Und wir haben heute Leute in unserer Mitte, die jetzt gerade am Anfang stehen von dieser Karriere. Wir hören noch mehr davon. Das kann ins Uferlose gehen. Und ich sage, wir müssen Schulterschluss haben. Und zwar nicht in erster Linie von unserem Volk hier, sondern Schulterschluss von der Echt- und Restjustiz. Ihr müsst zusammenstehen und für die wirklichen Verbrechen sorgen, die hier unten passieren, für die großen Dinge. Die ganze Überwachung, die wir heute noch hören werden davon. Ja. Wir werden heute über Bargeldabschaffung hören. Das ist ein Privatrecht. Eine strafbare Handlung, wer das Bargeld anpackt. Ich möchte es schon mal vorausschicken. Aber jetzt kommen wir zu Titel 4. Verbrechen und Vergehen gegen die Freiheit. Gegen die Freiheit. Was verstehen wir alles darunter? Ich sage den verantwortlichen Restjustizleuten, was Freiheitsentzug ist. Wisst ihr, was es ist? Das finde ich kaum irgendwo noch gebührend geahndet. Aber ich sage, alles, was gegen die Naturtriebe arbeitet, alles, was die Naturtriebe der Menschen missbraucht, ist eine Freiheitsberaubung. Versteht ihr das? Das ganze sogenannte Recht auf freie Sexualität, das Recht auf Pornografie, ist eine einzige eitle Freiheitsberaubung der Menschen. Und zwar von Mann und Frau. Verstehen wir das? Die sind nicht mehr frei, die können nicht mehr frei denken. Das ist ein Freiheitsraub. Die ganze Drogenlegalisierung, der ganze Nikotin und Alkohol, die ganze Förderung in diese Richtung, die ganzen Filme, die das nonstop propagieren, das ist ein Verbrechen gegen die Freiheit. Nehmt das mal in diese Kategorie auf, weil das sind die ganz großen Raubtiere, die ganz großen Schädlinge, die unser Volk zerstören. Und nicht die kleinen Dinge, die oft da geschrieben sind und geahndet werden. Die ganze Medikamentensucht, aufgebaut auf Kalkül, auf Medikamenten, die so aufgebaut sind, dass sie eine Kettenreaktion ausführen. Das ist Freiheitsberaubung. Einfach die wirklich dramatische, die wirklich schädliche. Auch das ganze PR, die ganze Werbung, aufgebaut auf Naturtrieben der Menschen, die Naturtriebe beherrschen, ist eine Freiheitsberaubung, weil die Leute nicht mehr frei sind, so zu reagieren und zu sein, wie sie sein wollen, weil sie von ihren Trieben gesteuert werden. Versteht ihr das? Das sind Straftaten, ihr Lieben. Das ist eine höchste Form der Freiheitsberaubung, wo die Menschen versklavt. Und dann könnte man auch noch über die Meinungsdiktate und dadurch resultierende Straftäter reden. Hier könnte man die Liste endlos machen. Aber ich sage, das sind die Dinge, die uns wirklich schaden. Wir sind 40 Jahre ungefähr im Dienst von Menschen, die mit Abhängigkeiten leben und Freiheit suchen. Wir wissen, wovon wir sprechen, wo die meisten Politiker nicht einen Hochschein davon haben, was sie hier auslösen mit ihrer schrägen grünen Tischpolitik. Es ist ein Graus, ich sag's euch. Verbrechen gegen die Freiheit, das gehört dahin. Titel 5. Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität.
Viele Punkte kann man hier überschneiden. Aber ich sage, Integrität, sexuelle Integrität, das meint die Unversehrtheit. Das ist eine strafbare Handlung, wenn man die Unversehrtheit antastet. Ganze Frühsexualisierung, es ist eine Straftat. Sie wird gefördert von unseren Staatsdienern. Ja? Das sind keine Staatsdiener, das sind Volksverderber, versteht ihr das? Es sind strafbare Handlungen, die ganze Kinderpornografie. Natürlich wirst du mir jetzt sagen, ja, das wissen wir auch, aber er tut nichts dagegen. Wir haben Händlerringe aufgedeckt. Es ist ans Licht gekommen, dass Milliarden, Milliarden und nochmal Milliarden Umsätze allein an Kinderhandel stattfindet. Kein Bein regt sich. Staatsanwaltschaften drücken sich darum herum. Richter drücken sich darum herum. Justiz. Alle faulen Ausreden, die denkbar sind, und lassen diese Kinder allein. Die ganzen Frauen und Kinder, Händlerringe, man könnte sie längst aushebeln. Und ihr da oben wisst, dass in euren Kreisen, zu oberst, in der Politik, zu oberst, unter euch Richtern und Staatsanwälten, ihr wisst, dass es eure Kollegen sind. Ihr wisst es von der Polizei, ihr wisst es, wie viele eurer Kollegen damit drin hängen. Ihr wisst es! Wir haben Filme und nochmal Filme gedreht darüber. Wir haben Bücher von Polizisten geschrieben, die aussagen. Aber das Erste, was passiert, sie verlieren ihren Job. Warum? Weil eine Falschjustiz vorhanden ist. Und ich sage, es ist euer Job, die Restjustiz, es ist euer Job, da oben aufzuräumen. Es ist euer Job, das in Ordnung zu bringen. Es ist nicht der Job des Volkes. Wenn das Volk zum Volksgericht wird, ist es zu spät. Dann haut es auch die Guten mit raus. Versteht ihr das? Aber ich sage, wenn ihr Guten das nicht regelt in eurer Ebene, wenn ihr die Verantwortung nicht übernehmt, dann zwingt ihr das Volk zu dieser Volkscourage. Und das ist nicht recht. Das ist nicht recht. Und dann wiederum ist eben die Volkscourage, gilt dann als Volksverhetzung, versteht ihr? Dann werden wir als Volksverhetzer geahndet, die das Gesetz erfüllen und die Pflicht erfüllen, wo der Widerstand zur Pflicht wird. Es ist nicht die Aufgabe der Kinder, für die Eltern zu kämpfen, sondern die Aufgabe der Eltern, für die Kinder zu kämpfen. Ihr räumt da oben auf, nicht wir. Wir machen keine Revolution. Aber ihr wisst genau, ihr da oben, dass viele in satanistischen Clubs sind. Ihr wisst es ganz genau und ihr habt Angst um euren Job. Ihr habt Angst, eure Karriere zu verlieren. Ihr seid einfach zu feige. Einfach zu feige, ihr habt einen Job und seid zu feige. Ihr lasst es zu, dass zunehmend die ganze Sadomaso-Propaganda aufkommt. Ihr lasst es zu, warum? Weil ganz viele in den obersten Etagen ihre Macht missbrauchen und statt für Recht und Ordnung zu sorgen, in Sadomaso-Clubs herumhängen. Ja? Darum die ganze Verherrlichung dieser Dinge, die Satanisten-Rituale, die immer mehr aufkommen, die an allen Orten sichtbar werden. Titel 6, ich muss weiter. Verbrechen und Vergehen gegen die Familie. Wann ist etwas ein Vergehen gegen die Familie? Ich sage, wir gehen von den Naturgesetzen aus. Es gibt kein größeres Verbrechen, als Naturgesetze zu missbrauchen, Naturgesetze zu übergehen. Die Natur hat Mann und Frau geschaffen und aus dieser Verbindung gibt es neue Menschen. Stimmt das? Die Natur hat keine Reagenzgläser geschaffen. Das stimmt nicht, oder? Ein Recht auf Familie, wer die Familie antastet, die Natur, die natürliche Institution begeht ein Verbrechen. Und ich sage dir, dieser ganze Mainstream-Nihilismus, die Zersetzung alles Guten, Gehabten, all der Rechte, all der Ordnungen der Familie, es ist ein Verbrechen und ich fordere die Restjustiz auf, das wieder als Verbrechen zu ahnden, aufzustehen. Und ihr habt viel Volk hinter euch, die euch stützen und unterstützen wird, wenn ihr das tut. Aber ihr müsst es tun, es ist euer Job auch hier wieder. Wisst ihr, ich will niemanden dazu ermutigen, Fernseh oder Filme zu schauen. Aber schon vor 50 Jahren, ich weiß, in den 60er Jahren war es schon, die ganze Filmindustrie, zu den größten Verbrechen unter diesem Himmel gehört die Filmindustrie, gehört das Fernseher, gehört der Mainstream. Sag mir irgendein Film, wer so in den 60er Jahren schon diese Filme geschaut hat, schau sie mal unter dieser Perspektive an. Es waren dieselben Leute dran, die heute die endgültige Vernichtung der Familie vorantreiben. Ja? Ob du einen Film wie ein Western geschaut hast, wie Bonanza, es war immer ein kaputtes Familienbild im Spiel. Beachtet das einmal. Ob es
Bonanza war als Western ein Mann ohne Frau, oder? Mit seinen Söhnen. Oder war es lieber Onkel Bill? Da war es der Onkel Bill anstelle von Eltern. War es die Tammy? War sie irgendwo allein? War es die bezaubernde Genie? Überall Verhältnisse, wo keine gesunden Familienverhältnisse sind. Bis zu Flipper, bis zu Mary Poppins. Dann sagst du, ja, das war doch eine gesunde Familie. Denkst du, nein, es war die Verherrlichung der Kinderkrippe schon damals, der Nannies. Versteht ihr? Das ist ein Programm dahinter. Ein Verbrechen, ein Vergehen gegen die Familie. Es hat die Familie zersetzt, weil auf dem Programm steht, Familie muss weg. Der Staat ist eine Familie. Und das ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. Das ist ein Vergehen. Ehebrüche in Filmen und überall zu propagieren als völlige Normalität ist ein Verbrechen. Das muss uns wieder klar sein. Dadurch haben wir unsere Gesellschaften zerstört. Das ganze Kinderkriegen als Horrorvision in beinahe jedem Film, der produziert wird. Und das Propagieren auf der anderen Seite von Kinderkrippen ohne Ende. Es ist ein Verbrechen gegen die Familie. Es muss bestraft werden, nicht gefördert. Und ich will keine Diskussionen darüber eröffnen, über Patchwork-Familien ist heute nötig. Nein, es ist nur nötig, weil man es zerstört hat und es augenscheinlich nicht mehr anders geht. Aber es geht anders. Sobald die Rest- und Echtjustiz aufsteht und sagt, Schluss jetzt mit dem Verbrechen gegen Naturgesetze, es wird die Familie wieder geschützt, es gibt einen Mann, es gibt eine Frau und aus dem gibt es Kinder und alles andere ist ein Verbrechen, dann sage ich, es mag Einsprüche geben, so viel es will. Man kann mir nachher wieder vorwerfen, ich sei ein Schwulenhasser oder was auch immer. Aber ich sage euch eins, wenn der Tag kommt, wo zwei Männer miteinander wirklich Kinder haben, nicht mit diesen faulen Tricks, die jetzt überall propagiert werden, ja? Wenn zwei Männer miteinander Kinder haben, ändere ich meine Meinung, vorher nicht. Vorher habe ich das Naturgesetz auf meiner Seite. Dieser ganze Genderismus, dieser Wahnsinn ist ein Verbrechen, ihr Lieben. Ist ein Verbrechen gegen die Familie. Ein Verbrechen gegen Naturgesetze. Es muss aufhören, bestraft werden. Nicht weiter geduldet und gefördert und nicht weiter diejenigen verfolgt werden, die das anzeigen. Wir wollen unsere Ruhe haben, wir wollen arbeiten, unsere Produkte leisten, auf den Markt bringen und unter die Leute. Das wollen wir. Wir wollen ein schönes Leben haben. Am Abend einen Bastelraum, wo wir irgendwas Schönes machen können. Stattdessen müssen wir die Arbeit der Justiz übernehmen, weil kein Bein sich regt gegen diese Naturverbrecher. Versteht ihr das? Steht endlich auf! Titel 7. Gemeingefährliche Verbrechen und Vergehen. Was haben wir hier? Gemeingefährliche Verbrechen. Ich sage euch, was ein gemeingefährliches Verbrechen ist, das einfach nicht geahndet wird. Einfach nicht. Es ist schon die Abtreibung nach der Geburt da. Ja? Du kannst ein Kind gebären, gesund und munter und es umbringen. Und wenn du dagegen redest, bist du der Straftäter und der Mörder ist gerechtfertigt. So weit sind wir heute. Gemeingefährliche Verbrechen. Ich möchte nicht eine Debatte über Abtreibung eröffnen. Aber jeder von uns weiß doch, dass man hier einen Menschen tötet. Jeder von euch weiß doch, wenn man dich im Mutterleib getötet hätte, würdest du hier nicht auf dem Stuhl sitzen. Stimmt das? Also jeder weiß es, dass es Mord ist. Punkt. Und diese ewige Diskutiererei, warum in diesem Fall doch und warum in diesem Fall doch und warum in diesem Fall doch. Lasst doch endlich dieses Gequatsche, diese faulen Ausreden und seht, woher das Ganze kommt, wohin das Ganze führt. Da seht ihr es, Abtreibung nach der Geburt. Es wird weiter wachsen, wenn wir es nicht stoppen. Wenn die Restjustiz nichts unternimmt, ist euer Job. Nicht unser Job, eine Revolte zu machen. Es ist euer Job, hier aufzuräumen, neue Gesetze durchzusetzen, Augen zu öffnen. Tun wir es nicht, der Level wird steigen. Euthanasie und diese Dinge sind ja schon längst da, es wird noch schlimmer werden. Aber wenn wir von gemeingefährlichen Verbrechen und Vergehen reden, kann ich auch den Kinderclown noch mal ins Feld führen. Deutschland allein, musste ich mich korrigieren lassen, im vergangenen ersten Halbjahr 52.000 Kinder weggenommen. 52.000 Kinder im ersten Halbjahr in Deutschland. Wo ist der Aufschrei? Ist das normal? Da kannst du die Titel wieder überschneiden, ja? Vergehen gegen die Familie. Ja? Wo verschwinden all diese Kinder hin? Man könnte stundenlang darüber reden. Ich sage, es darf nicht sein in einer Gesellschaft, dass in einem Land, wo 80 Millionen Leute leben, im ersten Halbjahr 50.000 Kinder staatlich entrissen werden und versenkt werden in irgendwelche staatlichen Heime, in irgendwelche auserkorenen Familien. Ich weiß nicht, was das alles für Wege sind. Hier mache ich kurz Titel 8.
Verbrechen und Vergehen gegen die öffentliche Gesundheit. Wer gegen die öffentliche Gesundheit was macht, ist ein Verbrecher, heißt es hier. Was ist mit dem Mobilfunk? Pharma, was ist mit Gentech? Denn diese Leute kannst du fast in jeder Kategorie einsetzen. Fast überall findest du wieder einen Hinweis darauf, dass man das nicht machen darf, was die Leute machen. Aber ich sage, es ist Völkermord, was da geschieht. Drogenlegalisierung ist ein Völkermord. Zuckerindustrie ist ein Völkermord. Die ganze Chemtrail-Geschichte, die auch bestritten wird bis aufs Letzte, obgleich Tausende von Beweisen da sind, alles Verbrechen gegen die Gesundheit der Öffentlichkeit. Wir können Hunderte von Beweisen dafür liefern, dass diese Dinge existieren. Jetzt gerade haben einige den Schwanz eingezogen, lassen ein bisschen ruhen, aber dafür an anderen Stellen machen sie umso schlimmer weiter. Ich sage, wann hört das auf? Titel 9. Verbrechen und Vergehen gegen den öffentlichen Verkehr. Was immer man darunter verstehen kann, unter diesen Verbrechen. Ich möchte die Liste erweitern und sagen, wann endlich hört das auf mit den überteuerten Parkgebühren zum Beispiel. Das ist für mich ein Vergehen gegen den öffentlichen Verkehr. Ja? Was immer man sonst darunter verstehen mag, man sollte das mit aufnehmen und sagen, ist endlich Schluss damit, mit diesen Dingen. Ja? Oder Volksplünderungsbußen, diese überteuerten, das sind auch Vergehen, versteht ihr das? Patentunterdrückungen, überhaupt das ganze Patentwesen ist ein Verbrechen, das müsst ihr einfach mal verstehen, man muss umdenken heute. Ich sage, es ist ein Verbrechen, Patentwesen ist ein Verbrechen, weil Patente ist eigentlich etwas, das jemand bekommt für das Gesamte, immer wieder. Ja. Natürlich kann man darüber diskutieren, wo hier die Grenzen laufen, aber wir wissen um Tausende von Patenten, von wertvollsten Dingen, die unterdrückt werden, währenddem man andere Dinge zulässt, die man aber sackteuer besteuern kann. Es ist ein einziges Verbrechen im Gange. Und ich behaupte, viele wissen es, viele der Verantwortlichen wissen es, aber sie tun nichts dagegen. Ich möchte nur eine Idee geben mit diesen Punkten. Kommen wir schon zu Titel 10. Fälschung von Geld, amtlichen Wertzeichen, amtlichen Zeichen, Maß und Gewicht. Fiat Money, Luft, Geld. Geld aus freier Luft. Ja, wir haben genug darüber gehört. Ich sage, das ist Falschgeld. Ja, auch wenn wir es mit Tricks und Gags und Gesetzen legalisiert haben, es ist Falschgeld. Ich sage, daher kommen die ganzen Schwierigkeiten, die steuerfreien Börsengänge. Das ist Fälschung von Geld. Fälschung von Geld ist nicht erst, wenn du eine Druckmaschine zu Hause hast und einen eigenen Schein mitbringst. Wenn du Leute betrügst um Summen, auf welchem Weg auch immer, auch auf dem unsichtbaren Weg, ist es ein Verbrechen. Fälschung von Geld, ja. Steuerfreie Börsengänge und all diese Dinge, Spekulationsgewinne, Milliardenhöhen, der Kleine bezahlt jede kleinste Einnahme, die Großen schöpfen milliardenweise ab und so weiter. Das ist Fälschung von Geld, einfach auf einer anderen Ebene, auf eine andere Art. Oder die ganzen Raubzüge sind hier zu erwähnen, die zu verfolgen sind. Die Entwicklungshilfen, die im Namen der Entwicklungshilfe, wir haben S&G 42.17, haben wir darüber berichtet, eine ganze Ausgabe, Entwicklungshilfen, die als getarnte Räuberbanden unterwegs sind seit Jahrzehnten. Man weiß darum und tut nichts. Noch ein paar, Titel 11. Urkundenfälschung. Was ist Urkundenfälschung? Zum Beispiel Klimazertifikate. Das sind Urkundenfälschungen, wir werden heute hören, warum. Ja? Aber ich kann dir eine noch viel schlimmere Urkundenfälschung sagen, weil es geht um eine Fälschung mittels Staatsvertrag, mittels Verfassung. Und das ist diese ganze, ich neige dazu zu sagen, diese verdammte Demokratielüge. Uns ständig vorzulügen, wir würden in einem demokratischen System leben, mag ja stimmen, aber dass dieses demokratische System von der sogenannten vierten Gewalt, den Medien, unterwandert ist, dass sie die erste Gewalt sind, dass wir nur scheinbar mitreden, aber das Endergebnis immer unausweichlich so kommt, wie es geplant ist, zwar nicht demokratisch, sondern irgend plutokratisch oder nimm was du willst, wir beweisen das ja auf Tausenden zurück. Ich sage, das ist Urkundenfälschung. Ja? Man verkauft uns eine Verfassung im Namen der Demokratie und diktiert uns in der Gewalt der Diktatoren, versteht ihr das? Und die Leute begreifen es noch nicht mal, aber ich sage, die Rest- und Echtjustiz versteht das. Sie weiß ganz genau, dass es so ist und sie sollte aufräumen damit. Auch mit dem ganzen Asylantenbetrug, die ganzen Wirtschaftsflüchtlinge, auch das sollte man unter Urkundenfälschung hinnehmen. Die ganze Non-Papers-Geschichte, ja, da kommen Leute, die einfach ihre Pässe wegwerfen, werden aufgenommen in euren Ländern, für Millionen versorgt. Ich sage, das ist eine Form der Urkundenfälschung. Ja?
den Pass wegwerfen, hast eine falsche Urkunde, ist Urkundenfälschung. Ja? Keinen Pass haben, obwohl man einen haben könnte, ist eine Urkundenfälschung, einfach eine andere Form davon. Ja? Oder nur schon die Duldung sogenannter Qualitätsmedien, sage ich, das gehört bestraft als Urkundenfälschung. Es sind keine Qualitätsmedien. Es ist nicht wahr, wir beweisen es täglich, dass es Lügenmedien sind. Und ich neige hier zum Pauschalurteil, weil wir es überall finden. Versteht ihr das? 12. Titel. Verbrechen und Vergehen gegen den öffentlichen Frieden. Hier kann man die ganze Kriegspropaganda der Mainstream-Medien erwähnen. Den ganzen Völkerschrecken durch Seuchenalarme, Pandemie, alles erfundene Dinge, viele erfundene Dinge. Mag einiges darunter echt sein, vieles ist erlogen, erstunken, erlogen. Der ganze Klimaschrecken, der ganze Horror, der hier gehandhabt wird. Man könnte tausend Dinge mehr zu sagen, Titel 12b. Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Komme ich schon wieder mit dem Mobilfunk, Pharma und Gentech, die kannst du in eine Ecke stellen, immer wieder. Aber auch das straflose Dulden einer NATO, die längst zu einer Angriffsarmee geworden ist, gehört dazu. Völkermord ist ein Verbrechen. Der ganze arabische Frühling, das ganze Gelüge, die ganze Farbrevolution, das ganze Völkergemisch als Strategie, das ist ein Völkermord, der hier im Gange ist. Es sterben ganze Völker allein durch diese Übungen, die hier laufen, die alle provoziert sind, die wir bewiesen haben, dass es provokante Leute sind, die das mit eigenem Geld bezahlen. Soros und all diese Leute, die wir ständig beim Namen nennen, und Tausende dazu, die das unterstützen. Es ist ein Verbrechen, das nicht geahndet wird bis dato, und man ahndet die kleinen Fische, und das muss ein Ende nehmen. Die Entnationalisierung ist auch eine Form von Völkermord. Du zerstörst, du mordest eine Ethnie, du zerstörst ein Volk, ein Zusammengehörendes. Und wisst ihr, jeder, der schon mal tauchen war, wird sehen, gelbe Fische schwimmen mit gelben Fischen, die Roten mit den Roten, stimmt das? Die Schwarzen mit den Schwarzen, die ganze Natur lehrt dich, dass, auch wenn es alles Fische sind, dass es doch zusammenhängende Körperschaften gibt. Wer das angreift, wer das zerstört, wer dagegen vorgeht und das vermischt, sei es durch Farbrevolution und wie auch immer, der zerstört Völker, versteht? Ist eine Form des Völkermordes, auch wenn du die Leute nicht direkt umbringst. Als das muss es geahndet werden. Wisst ihr was, ich höre hier einfach auf, sonst haben die anderen keine Zeit mehr. Es muss genügen. Es gibt noch einige andere Titel. Ich will damit schließen und sagen, dieser Tag ist dazu da, zu erkennen, wir sind auf einem völlig falschen Gleise, wir müssen uns zusammentun als Volk, aber zusammenfassend ist der Rede Sinn, zusammenfassend geht es darum, die Restjustiz, die Echtjustiz an die Kandare zu bringen, dass sie ihre Pflicht übernehmen. Wir sollen nicht Spaltung, nicht Terror, nicht Aufruhr, nicht irgendwelche Revolutionen starten, aber ich will, dass ihr mit allem, was ihr hört, dass ihr hingeht und diese Restjustiz dazu auffordert, ihre Pflicht zu übernehmen, dass nicht eine weitere Spaltung gelingt und wir am Schluss in einem Bürgerkrieg enden, weil darauf läuft das Ganze hinaus. Das wollen die Drahtzieher, all diese Dinge, die das alles, was ich genannt habe, noch viel mehr zum Überfließen gebracht haben. Das ist das Ziel dahinter, dass es zu Bürgerkriegen kommt, weil nur so können sie ihre Macht weiter ausbauen. Und wir sagen nein, bis hierher und nicht weiter. Hier beginnt das Gallische Reich im Römischen Reich. Hier ist Schluss. Wir machen keine Völker, keine Bürgerkriege. Wir schauen zu, dass wir die Restjustiz nicht absetzen, sondern einsetzen. Ja? Sie hochbringen. So lange an ihnen appellieren, bis sie etwas tun. Und sie müssen spüren, dass sie viele Leute hinter sich haben, dass sie ganze Völker hinter sich haben, dass sie den Mut haben, etwas dagegen zu unternehmen. Gut, hier habe ich geschlossen. Jetzt hören wir ein kurzes Stück, kommen ein bisschen runter und dann sage ich die erste, zweite Referentin an.